Trumpf ist ein internationales Unternehmen mit weltweit mehr als 14'000 Mitarbeitern an 73 Standorten. Während der Ausbildung hat man die Möglichkeit, am Lehrlingsaustausch teilzunehmen und an einem anderen deutschsprechenden Standort mitzuarbeiten. Mein Name ist Josch Gehrlings. Im vierten Lehrjahr bin ich jetzt auf die IPA und den Abschluss zum Konstrukteur am Vorbereiten. Jetzt zeige ich euch meinen Berufsalltag. Kommt mit! Ich habe den Beruf Konstrukteur gewählt, weil mir die nötige Kreativität im Zusammenhang mit Technik begeistert. Das Arbeiten am Computer und das Planen und Entwickeln von neuen Maschinen gefällt mir sehr gut. Meine Lehre habe ich in der Produktion gestartet, wo ich unsere Produkte kennengelernt habe. In der Fertigung habe ich anschliessend die verschiedenen Fertigungsverfahren kennengelernt, die mir später beim Entwickeln und Konstruieren helfen. Im ersten Teil der Ausbildung bereitet man sich nebst ersten Konstruktionsaufgaben hauptsächlich für die Teilprüfung am Ende des zweiten Lehrjahres vor. Ab dem zweiten bis dritten Lehrjahr sind wir den grössten Teil der Lehre im Entwicklungsbüro am Planen, Entwickeln und Konstruieren. Immer wieder werden wir hier dabei in Serienprojekte mit einbezogen. Nebenbei sind wir in verschiedenen Ausbildungsprojekten involviert, als Beispiel ein Trumpf-LKW. So übernehmen wir automatisch mehr Verantwortung für unsere Arbeit. Jetzt hast du einen kurzen Einblick in unseren Berufsalltag als Konstrukteur gehabt. Hat es dir gefallen, dann bewirb dich jetzt bei Trumpf Schweiz AG.